Yo, yo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und herzlich willkommen zu unserer nächsten Outfit-Analyse. Weil uns so viele Leute gefragt haben, ob wir nicht vielleicht die Instagram-Klamotten von den Rappern, die sie nicht zwangsläufig in Musikvideos tragen, auch mal analysieren können, droppen wir jetzt eine Folge, wo wir genau das tun. In letzter Zeit kamen übelst viele Fragen von euch rein über Meadows Klamotten und deswegen haben wir jetzt einfach drei aktuelle Insta-Bilder von Meadow genommen, die übelst viele von euch gefragt haben und da stellen wir euch jetzt die Pieces vor. Zum einen haben wir hier den Hoodie, dann ein paar Infos zu diesem Puma Tracksuit, da kamen auch richtig viele Fragen rein und jedes Piece aus diesem Instagram-Bild. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, kriege ich alles wunderbar. Let's go mit dem ersten Piece, und zwar diesem farbenfrohen Hoodie. Der ist von einer Marke, die sich Iceberg nennt und den gibt es auch auf ihrer Website. Derzeit auch in fast allen Größen zu kaufen. Liegt im Preisbereich 480 Euro und ist, wie ich finde, auch ziemlich lit. Iceberg haut an sich auch sehr ausgefallene Designs raus, die je nach Geschmack auch echt dope aussehen. Wie zum Beispiel auch dieses Sweatshirt für ca. 453 Euro oder auch dieses Sweatshirt für ca. 711 Euro. Wir verlinken euch auch mal beide in die Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Dann kommen wir hier zu Alles oder Nix Gang mit Raza, Enno und Mero. Quasi die Old Generation mit den zwei Dudes aus der Young Generation. Dann starten wir hier mal links mit Enno, der einen Massari-Trainingsanzug rockt, den du hier finden kannst, der zwischendurch einfach übelst oft ausverkauft ist, dann wieder gerestockt wird und dann wieder übelst schnell ausverkauft ist. Zurzeit gibt's alle Größen, wer weiß wie lange, ich packe euch den Link in die Beschreibung. Und außerdem findet ihr alle Pieces, die ich hier vorstelle, aufgelistet mit Links und allem möglichen auf immerfresh.de, zweiter Link in der Beschreibung. Falls wir nämlich im Laufe der Zeit weitere Shops entdecken, wird's dort auf jeden Fall hinzugefügt. Dann tritt der Bratan hier auf jeden Fall aus dem Benz raus und an der Sohle erkennt man die D-Squared Sneaker. Das Modell nennt sich 551 und weil es aus einer älteren Kollektion ist, sind sie derzeit nicht verfügbar. Wir packen euch trotzdem den Link mal rein, vielleicht kommen sie ja wieder. Auf der D-Squared Website sind sie auch ausverkauft. Dann trägt ihr hier auch eine D-Squared Cap, die sich durch den Icon-Schriftzug kennzeichnet. Inno rockt an sich auch sehr gerne die Squared. Die Cap gibt's hier, hat auch noch Lorbeerblätter hier auf dem Schirm und kostet ca. 170 Euro. Dann kommen wir zu dem Baba a la Babas. Auf jeden Fall Respekt für das, was er sich aufgebaut hat. Der rockt eine Adidas-Jacke, die du exakt hier findest. Siehst du auch hier an dem weißen Streifen, der dann bei der Schulter aufhört. Liegt, wie du hier sehen kannst, je nach Größe bei ca. 45 bis ca. 90 Euro. Dann Khatas Jogger, von der man nur ein kleines Stück sehen kann. Könnte die Adidas Yeezy Calabasas Trainingshose sein, die nämlich auch ein bisschen weiter geschnitten ist und unten enger zuläuft. Aber wir vermuten, dass es sich um die Rap-Hose handelt, weil der Seitenstreifen auch sich hier so eindreht. Und es sieht bei Khatar auch so aus, als wäre das der Fall. Die ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Wir packen euch beide in die Beschreibung. Dann kommen wir zu seinen Sneakern, die, wie ich finde, auch sehr fresh sind. Das sind Adidas Equipment. Noah trägt solche auch in seinem Song 200 km/h. Gibt es in exakter Form hier und müssten so um die 100 Euro kosten. Kommen wir zu Mero. Der rockt ebenfalls einen Massari-Trainingsanzug in Rot. Sieht auch lit aus. Auch durch das Stitching hier so ein bisschen edel, bisschen Versace-Style. Wer weniger polarisieren möchte, sollte zum Schwarzen greifen. Wer gut im Farben kombinieren ist und auf diesen Rotton steht, kann auch zum Roten greifen. Kostet ebenfalls ca. 150 Euro. Seine Sneaker, die auch ein bisschen auffälliger sind, sind eine Mischung aus den Nike Air Max Plus und Nike Air Max 97ern. Die findest du hier für ca. 180 Euro. Als nächstes noch seine Cap, die sich durch das bogenförmige Stitching auszeichnet. Auf dem steht Born in Canada. Ist eine D-Squared Cap, die er auch schon in Hobby Hobby trägt. Die komplette Analyse von Hobby Hobby findet ihr übrigens, wenn ihr hier klickt. Das war's auch schon mit diesem Bild. Kommen wir zu seinem Puma Trainingsanzug, meine Friends. Der hat auf jeden Fall auch ein sehr einzigartiges Design. Mir gefällt auch dieses dezente Karo-Muster auf dem Basic Schwarz. Und das Piece, voila, ich hab's gestern gefunden und ich habe dann zu Clemens gesagt, Digga, guck mal, das ist es. Lass mal morgen ein Video drüber machen. Und es gibt hier, das Ding nennt sich Check Woven Man's Track Jacket, ja. Könnt ihr auch so suchen. Aber wenn man dann drauf geht, dann kommt hier sowas und dann steht hier null und ausverkauft. Irgendwie wurde es aus dem Shop rausgenommen und ich habe es auch sonst in keinem anderen Online-Store gefunden. Aber Puma kann uns nicht flachsen. Wir halten die Augen offen. Sobald wir es haben, packen wir es in den Artikel rein, dass ihr euch das freshe Piece gönnen könnt. Den einzigen weiteren Hinweis, den wir hierzu gefunden haben, ist die Trainingshose davon, die es auf Amazon.com gibt. Dann kommen wir zu seinen Sneakern, die auf diesem Bild rockt. Sind die Nike VaporMax Plus, ca. 210 Euro und noch in sehr vielen Größen verfügbar. So Leute, das war's mit den Meadow Instagram Outfits. Wenn ihr noch mehr Instagram Outfits so zwischenrein haben wollt, schreibt's gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr freshen Tag und danke für den Support von euch allen, Alter. Alle, die von Anfang an dabei waren, wie zum Beispiel Artikel 13, Laxofisch, Bayern 2225, aber auch Leute, die hinzugekommen sind, wie zum Beispiel Turab Haidari und wie ihr alle heißt, Alter, wir sehen eure Kommentare und freuen uns mega und es ist auch ein krasses Gefühl, so eine stabile Community wie euch im Rücken zu haben. Und ansonsten abonniert hier unseren Channel und checkt auch hier Meadow Hobby Hobby und hier baller los ab. Danke auch nochmal an 24.000 Abonnenten. Wir haben auf jeden Fall Bock, Bratans. Wir sind am Wachsen und immer fresh ist die Army. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.